ja wirklich erstaunlich. Aber unter gewissen Voraussetzungen könnte ein Produzent mit einem Flop mehr Geld machen als mit einem Hit. Schritt 1. Wir erfinden das schlechteste Stück, das je geschrieben wurde. Schritt 2. Wir engagieren den schlechtesten Regisseur der ganzen Stadt. Schritt 3. Ich verschaffe uns 2 Millionen Dollar. Wir gemeinsam können nur das Schlimmste tun. Nicht zu stoppen, nicht zu toppen, sind Bialystock und Blue. Ich werde bald ein Producer, tja mich an den Broadway ran. Ich werde nun ein Producer, und mein Leben fängt erst an. Es ist der größte Flop der Geschichte! Nicht zu stoppen!